Ich werde Loud Studios präsentieren uns ein neues Indie-Spiel. Naja, so neu ist es nicht, aber eins, das ich noch nicht gemacht habe, das ich auch noch nicht kenne. Das gab es letztens erst beim Steam-Sale. Aber wo fange ich denn überhaupt an? Erstmal lesen wir vor. Disclaimer, this game is Satire. Satire? Wie sagt man Satire auf Englisch? Kein Plan. There's no actual downloadable content. Everything is purchased using in-game coins. So have fun, yeah? Ja, es geht dabei um DLC-Quest, wie wir schon sehen. Wir haben dabei zwei Auswahlmöglichkeiten. Einmal das Hauptspiel und irgendwie so ein Live-Freemium-or-Die. Keine Ahnung, das werde ich dann wohl danach machen. Erstmal das Hauptspiel natürlich. Willkommen zu einer weiteren illustren Runde. Habe ich das schon gesagt? Ich weiß es nicht. Meine Stimme ist auch voll angeschlagen, gerade fällt mir auf. Als hätte ich irgendwie Code gegurgelt. Wir haben verschiedene Möglichkeiten. Ich mache die ganze Zeit mit der Tastatur. Dabei funzt der mein Controller auch. Momentchen. Erstmal richtig hinsetzen. Wir haben verschiedene Möglichkeiten. Ich starte einfach mal das Spiel direkt. Und wir schauen uns die erste Sequenz an. Nebenbei Code trinken. Oh. Die Prinzessin! Das bin ich. Böser Mensch. Oh nein, er entführt unsere Prinzessin! Was können wir tun? Die Mucke rockt, die Mucke rockt. Motivation! Sehr cooles Ding. Welcome to DLC Quest. You might notice some missing features like animation, sound and moving to the left. Nothing a little DLC can solve. Talk to the shopkeeper. Okay. Ich kann mich also nicht nach links bewegen. Oh, ist ja richtig hübsch. Ich kann nicht springen, ich kann aber Münzen sammeln. Guck mal hier. Sogar Sounds fehlen. Talk. The bad guy has stole Princess MacGuffin. You have to rescue her. Was ist denn das für ein schöner Name? Princess MacGuffin. Du musst sie retten. Oh, jetzt kann ich ihn. He murdered your uncle. You must get revenge. Oh, das ist ja sehr dramatisch hier alles. Warum ist meine Stimme so angeschlagen? Was denn los? Ich hab doch gar nichts gemacht. Habe ich mich erkältet oder was? I think he might have peed in the town's water supply too. Er hat da wohl ins Wasserreservat der Stadt gekippt und Geld. That seems a bit less important now. But some DLC can get going. You'll need it. Animation Pack, das Audio Pack, das Movement Pack oder das Pause-Menü Pack. Wir haben also verschiedene DLC Packs, die wir uns jetzt im Spiel runterladen können von dem erwirtschafteten Geld, das wir im Spiel bekommen haben. Es ist also kein richtiger DLC im eigentlichen Sinne, wie wir es kennen von anderen Spielen. Was brauchen wir denn überhaupt? Ich habe nur 4 Coins, ich kann also nur das Movement Pack gerade kaufen. Experience Next Gen Control. Oh, features Jumping and Moving Left. There are no refunds for this item. Dann kaufe ich mal dieses geile Package hier. Wie komme ich jetzt wieder raus? Über Start? Ah ne, so. Guck mal, jetzt kann ich mich nach. Oh, guck mal, jetzt kann ich sogar springen. Habe ich mir den DLC gekauft, dass ich springen kann? Oh, ich kann mit dem Pferd schnacken. Nee. Hm? Nee. Okay. Oh, guck mal, ich kann mit dem auch quatschen. Need a sword to chop down some bushes. Yes, the fate of the world rests on me. You need to sharpen it on this grindstone about waters through it, I think. Use grindstone. Alter Schwede, da muss man ja ganz schön loslegen. New DLC Pack is available, time is money pack. Ich habe also einen neuen DLC Pack freigespielt, der ist jetzt verfügbar. Kann ich da wirklich was machen? Ich weiß es nicht. Created by Going Loud Studios. Follow us. Aha. GoingLoudStudios.com, there isn't breaking your immersion, sorry. Supi, guck mal, ey, das ist ja hier, ich muss erstmal, ohne Sounds macht das überhaupt keinen Spaß, das Spiel. Muss ich mir also erstmal den Soundpack kaufen, damit ich das, wenigstens ansatzweise irgendwie spaßig empfinden kann. schnacken wir mal mit dem Back for More DLC, na klar, wir brauchen auf jeden Fall Audio. Wunderbar, endlich, Ton. Wir müssen auf jeden Fall noch mehr Geld sammeln. Und verdienen etwas, noch mehr DLCs kaufen können. Bad guy went that way. Thick bushes can be cut with a sword. Ich habe natürlich kein Schwert. Aber ich kann mir auf jeden Fall erstmal Geld sammeln, damit ich mir noch mehr DLCs kaufen kann. Was ist das denn hier für ein Paket gewesen? Ah, nur DLC Pack available. Armor for your horse pack. Haha. Das ist nämlich die Sache bei diesem Spiel. Es heißt nicht umsonst DLC Quest, weil man sich alles in diesem Spiel in DLCs kaufen muss. Ich habe einen Durst, Leute. Einen Brand vom Feinsten. Ich frage mich, woher der kommt. 15, Kummer. Kann ich mir einen neuen DLC kaufen? Was kaufen wir uns denn diesmal? Back for More DLC natürlich Animation Pack. This time is money. Das habe ich ja gerade eben gehabt. Can't stand the grind. Purchase this pack to get grinding speed. There are no refunds. Ich denke mal, wir bräuchten das eigentlich nicht. Aber wenn wir da die ganze 1000 Jahre stehen müssten, wirklich um die 10.000 Dinger abzuklappern. Oh Gott, das ist ja teuer. Und die Armor sieht so hübsch aus. Hey, shiny armor for your horse. There are no refunds.
Pause Mini Pack. Need a break? Purchase this pack to gain full control over the time itself. Sort of, there are no refunds for this item. Ich würde sagen, wir sparen erstmal auf das Time is Money Pack. Denn das bräuchten wir vielleicht. Ich habe zwar immer noch keine Animation, aber die hole ich mir zum Schluss. Die ist relativ unwichtig. Please don't hurt the sheep. Shepherd. Okay, ich kann dem Schwert. Ach, mal, hier ist bestimmt irgendwo ein geheimer Gang. Irgendwo. Da kann man sich bestimmt durchbuddeln. Wie in Terraria oder sowas. 100%. I hope nobody attacks my sheep. I've let them wander around freely. Hadn't even considered it. Player. Shepherd. Schöne Sache. Schöne Sache. Dämliches Spiel. Vom Feinsten. Vom Feinsten. Ey, meine Stimme, Mann. Ich krieg grad echt einen Hals. Ich hab zwar schon einen, aber. Mir wächst gerade noch einer. So, guck mal, wie viele Knete wir jetzt hier haben, ey. Hier ist bestimmt auch noch was. Warning, reports of strange encounters in the area. Wow! Oh, random encounters, Final Fantasy-like. Dun dun dun. What was that? Whenever I encounter someone, the screen does that. Sorry. Can you let me pass? Never. You'll never outsmart me. Psychological Warfare Pack. Ich brauche also einen neuen DLC, um da vielleicht vorbeizukommen. Das ist natürlich sehr spannend gelöst. Eine kleine Parodie auf die ganzen Final Fantasy Random Encounter Games. Aber guck mal, wie viel Geld wir jetzt haben. Jetzt können wir ein paar DLCs noch kaufen. Hallo? Klar, ich kaufe jetzt, was hatten wir vorher? Was ist das denn hier? Exclusive Pre-Order DLC for the hot new game. There are no refunds for this item. Oho. Also einmal Time is Money. Und dann haben wir sogar noch mehr. Wir haben, also ich kaufe ich mal erstmal die Animation. Experience the difference that moving images make. Vor allem, es ist nur eine kleine GIF. Zack. Ich denke mal, das Pause-Menü hole ich mir auch noch. Awards unlocked. These used to combat standard. Errungenschaft freigeschalten. Guck mal, jetzt habe ich ein Pause-Menü. Hahaha. Das ist ja schön. Ich kann speichern und beenden. Das mache ich aber noch nicht. Jetzt habe ich sogar eine Animation. Oh, es ist so gut. Es ist so gut. So. Das geht natürlich jetzt um einiges schneller. Ich habe ein Schwert. Ich kann sogar zuhauen. Haha. How that sword works out for you. It's all I've got. Dann gucken wir uns mal in der Gegend erstmal um. Kann ich mit dem Schwert abschneiden? Mit dem. Nee, da kann ich nichts machen. Schade. Schade. Na, jetzt, wo wir das Schwert haben, können wir auf jeden Fall einiges mehr machen als vorher. Das ist ja schon mal gut. Dann können wir zum Beispiel hier. Buff. Hier lang mal gucken. New DLC Pack. Double Jump. Aha. Was kostet denn das? Werden wir mal sehen. Was ist das denn hier? Darf ich das verletzen? Caution. Drop. Natürlich. Oh nein. Es ist. Ich hab's besiegt. Was habe ich getan? Ich gibt's bestimmt ein Achievement für. Ich mach mal die kaputt. Da gibt's bestimmt auch ein Achievement für. Wie 1000 Bücher zerstört. In diesem Spiel gibt's ja für alles, was man macht, irgendwas. Es gibt nicht nur DLCs, sondern auch Achievements. Wer ist er denn? Hi, I don't have anything relevant to say at the current time. What? I'll play an important role soon, but you don't know that yet. Oh, das kann ich natürlich jetzt noch nicht wissen. Examine. You require DLC. The forest is very dense. You will need a map to access the other side. Aha. Ich brauche also. Oh, guck mal, siehst du, neuer DLC, war ja klar. Map Packs zum Freikaufen. Alles in diesem Spiel muss gekauft werden. Dead End. No, really, just turn back. Ja, klar. Ich seh's doch, ich seh's doch. Münzen. Geld. Jede Menge Geld. Also mir gefällt das Spiel auf jeden Fall super. Die Prämisse dahinter, dass man alles kaufen muss, ist ja schon relativ knackig. Weil es ist relativ einfach zu machen. Wirklich DLC ist es ja jetzt nicht unbedingt. Aber ich finde es einfach, diese Parodie darauf, sehr, 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 sehr interessant mal gestaltet. The first step was a doozy. Ah, da komme ich nicht hin. Okay, da muss ich dann runter mich fallen lassen. Runter mich fallen lassen? Komische Satzbau, du haben. Sprechen bei Yoda, du gelernt hast. Zack. Ah, nein, nein, nein. Oh. Ey, guck mal, da ist doch. Ich wusste doch, hier ist was Geheimes. Hole in the wall. Ich hab mal, sehr schön. Secret Stash, don't touch. So. Ich glaube, die sind für irgendwas noch von Zopper der Hadl, ne? Moment, da kommt man hoch. Von hier aus auch. Ja, wusste ich's doch. Muss ich mich nicht nochmal fallen lassen. Die Scheiße. 65 schon. Oh, gucken wir mal, ob ich mir was kaufen kann. Vielleicht ein Double Jump. Der wäre ganz praktisch. Do a barrel roll. Do the Double Jump. Zack. Soweit ist hier nichts. Ich finde die Musik auch total toll. So richtig schön. Retro. Gefällt mir super.
Ja klar, DLCs. Oh, das kostet 100. Ah, Map-Pack kostet 140. Ich kaufe mir erstmal das, damit ich da wahrscheinlich weiterkomme. Exclusive Pre-Order DLC for the hot new game. Ja gut, Pre-Order, natürlich, klar. Gut, dann gehe ich jetzt mal links weiter. Mach da ein bisschen die Büsche kaputt und dann schauen wir mal, ob wir da noch ein bisschen was anderes hinkriegen, ne? Sicherlich ist da was möglich. Ich hau das scheiß Sharp kaputt. Das Sharp. Mal gucken, was er jetzt machen will. I hope nobody takes my sheep. Wir hätten eben considered player shepherd. Na gut, okay. Die roten für was nützlich sind? Nee. Weil manches. Ach, die glänzen. Das ist so eine ganz Glänz-Glanz-Kluften-Animation. Soweit ich weiß, war hier nichts mehr. Nee, okay. Einfach mal links weitergehen. Jetzt kommt ja der Type. Random Encounter. Der Zerstörung. Jetzt habe ich wieder mein Psychological Warfare DLC Pack. Und dann gucken wir mal, ob wir den jetzt besiegen können. Wie viel haben wir überhaupt? 37 nach. Dann. Wait, is that the limited edition Psychological Warfare Pack? Sure, natürlich. Available only as a pre-order exclusive? Ja. Can I have it? Will you leave me alone? Deal. Da kriegst du deinen scheiß DLC. Nimm jetzt. I don't even know why I wanted that pack. I just had to have it. Ja. Warum sollte ich das DLC-Pack überhaupt haben wollen? Ich will's einfach nur. Ich weiß nicht warum. Das ist doch immer so. DLCs sind einfach nur reine Marketing-Strategie. Deswegen stand ja auch Psychological Warfare Pack. Es gibt ja keinen Sinn, dass man da wirklich Nutzen dran hat an diesen Dingern. An vielen. Es ist einfach nur, es gibt Leute, die müssen alles haben bei jedem Spiel. Ich sag mal zum Beispiel bei, Dings, hier, ne? Mensch mit Commander Shepard und die ganzen Dinger da. Wie hießen sie nochmal? Mass Effect. Da Spieler, die kaufen sich echt jede beschissene einzelne Mission einfach nur psychologische Kriegsführung, ja, wie es da schon steht. Finde ich schön. Schöne kleine Parodie. Oh, da ist ein DLC da oben, da ist ein DLC. There's a treasure up there. I can't see it, but I can't reach it. Ah, ich kann das erreichen, pass mal auf. Hubbelhubbel. Ach ne, ich brauche einen Double Jump wahrscheinlich. Aber erstmal Münzen, haufenweise Kanete. Boah, ist das viel, ey. Na, gucken wir mal, wir haben auf jeden Fall bald, denke ich mal, den Laden leer gekauft. Den ollen Laden. Oh, wer bist du denn? I'm a filler NPC, I have nothing to contribute to the situation at hand. Hey, you're kidding, right? I don't even know how I got down here. Ja, die guten, altbekannten Filler-NPCs. Wo kommen wir denn jetzt hin? Was ist das denn? Oh, geheimer Tunnel, ganz unter der Erde. Ob wir weiter können? Nö. Das war's schon? Immerhin, 121 haben wir jetzt. Gucken wir mal, was wir uns davon kaufen können. Irgendwas Wichtiges auf jeden Fall. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu viel Geld irgendwo investiert, dass ich jetzt danach nichts mehr Wichtiges kaufen kann. Aber das wird schon. Ich glaube, ich kaufe den Double Jump erstmal. Das ist wohl das Wichtigste von allen. Und dann sehen wir weiter. Welcher von denen noch ungefähr... Ach, scheiße, falsche Richtung. Welcher von denen noch ungefähr wichtig sein könnte. Natürlich, Double Jump Pack, Armor for Real Horse und Map Pack. Map Pack kann ich mir nicht leisten, deswegen nehme ich das Double Jump Pack. Die haben wir schon gekauft und die können wir noch kaufen. Errungenschaft freigespielt, Big Spender. Guck mal, Double Jump, du Double Jump. Fumble der Hampel. Oh, guck mal, hier ist wieder alles voller Kanete, ey, das ist so gut. Hui! Kommt man da hoch? Ja, kommt man. Wir erreichen unerahnte Höhen hier, Leute. Unerahnte Höhen. Oh, guck mal, wie hoch wir springen können. Und wieder ein Schaf. Stirb, Schaf. Bösartig zu aller Bösartigkeiten, ey. Also hier hinten schon? Ne, da. Gut, da brauchen wir ein Map-Pack. Das können wir uns noch nicht leisten. Aus dem Grund versuche ich mal... Ne, da müssen wir von der anderen Seite ran. Nein. Ich schnack schon wieder wie ein Ekelhafter. Das geht mal auf den Sack. Kaputt hauen. Mach kaputt, was euch kaputt macht. Und zwar Pflanzen. Pflanzen. Ich esse Blumen. Was stand da? Feedback, E-Mail, Ben at Growing, bla bla bla. Ne, Feedback habe ich keinen Bock drauf. Mein Let's Play ist dein Feedback. Du verstehst zwar sowieso kein Wort von dem, was ich hier schnacke, aber egal. Oh, guck mal da oben. Da komme ich noch nicht ran. Hatte. Gibt es vielleicht später einen Triple Jump oder einen Wall Jump oder sowas in der Art? Oder passt mal auf. Von hier vielleicht irgendwie? Nee, okay. Das bringt's nicht. Und zwar überhaupt nicht. Empfindet mich das von dem Aufbau und von der Grafik her gerade so ein bisschen an T-Worlds. Da gibt's ein Level, das sah ähnlich aus. Wo man sich so lang schlenkern konnte. Falls ihr T-Worlds kennt, das ist so ein kleines, kostenloses
Multiplayer, Side-Scrolling, Action, Ballerspiel mit verschiedenen Möglichkeiten. Erinnert so ein bisschen an Kirby trifft auf Unreal Tournament. Das war T-Worlds für mich. Aber T-Worlds ist echt cool, hat echt Spaß gemacht. Ich glaube, ich spiele es mal irgendwann. Mach vielleicht mal eine Challenge oder sowas. T-Worlds Content, Contest. Weil jeder kann spielen, jeder kann's. Ja, jeder kann spielen. Obwohl, ich wollte demnächst vielleicht mal ein Unreal Tournament-Ding machen. Ah, 2004er. Wobei viele mir sagen, nein, der 90er ist der beste. Ich weiß es nicht. Ich kenne nur 2004er. Ich mochte den 2004er sehr. Und ich fand den bisher auch eigentlich gar nicht so schlecht. Da hinten war doch bestimmt noch irgendwas. Hier war das Schaf, okay. Hier ist sonst auch nichts mehr. Nee, gut. Gehen wir zurück. Da, wo wir den einen Typen sein komisches psychologische Warfare-Package gegeben haben. Hier ist bestimmt irgendwo noch was versteckt. Da oben, ich sehe es doch, ein Schaf. Ein scharfes Schaf. Narr. Da komme ich nicht ran, Moment. Von hier aber. Jawohl, Skin. So, das wäre doch gelacht, wenn wir da nicht hochkommen würden. Da ist ja aber gar nichts. Momentchen, da muss doch was sein. Ich will das Scharf haben. Das scharfe Scharf. Mit R, mit Doppel-R. Wir müssen das R rollen. So, da Hadl. Habt ihr das gesehen? Ey, das war Skilled. Das war ultra Skillord. Stirb scharf. Kann man die eigentlich lesen? Nee, kann man nichts machen. Schade. Schade. Und die kleinen Büsche zack ich auch noch. Gut, gehen wir weiter. Denn ich weiß, dass da hinten noch was war. Mit H und R und doppelter Dreifachausführung der Betonung. Was? Du. Dieser Hintergrund, ey, dieser Hintergrund. Dieses japanische. Oh! Wer ist er denn? Hey, Hero, over here. What? My name isn't Hero. Thank goodness you came, Hero. I need your help. Wolves have been stealing children from the village. I lost my enchanted book of spells. Wait, wolves? Children? And I can't find my fishing rod. Whoa. Enchanted fishing rod? No, it's just a normal fishing rod. But it's lucky. You must rescue the children, recover the enchanted book and find my fishing rod. You know what? No, just no. I don't even know you. Solve your own problems. I'm busy. Ein Questgeber vom Feinsten. There's nothing plot-centric over here. The bad guy went east, remember? Ja, ich erinnere mich, dass der böse Junge nach Osten gelaufen ist. Deswegen ist hier nichts. Okay, da ist wohl nichts. Das sieht aber eigenartig aus, als wenn ich da irgendwas mache. Ah, geheime Höhle. Aber hier ist auch sonst nichts weiter drin. Guck mal da, wie hoch? Bestimmt von der anderen Seite. Ah, Moment. Hopp, hoppeldi-hopp. Hier kann man hoch. Genau. Diese Schafe muss man umklatschen. Aber es muss sein. Das hat keinen anderen Sinn. Sonst wäre der Schaf nicht da. An der Stelle, wo es ist. Versteht ihr? Zack, zack. Das ist wieder ein DLC. Mal gucken, was der beinhaltet. Ich bin echt gespannt drauf. Da. Diese Musik ist so geil, ey. Top Hat Pack, juhu, kann ich mir den Hut freispielen. Das ist ja cool. Bisschen Individualisierung, weißt du? Und das ist ja bei manchen Spielen wirklich so. Das kriegst du dann, bezahlst du 5 Euro für einen scheiß Hut. 5 fucking Euro für einen Hut. Und die Leute, die das kaufen, sind aus meiner Sicht echt nicht ganz dicht. Die haben so einen an der Waffel. Okay, hier ist soweit nichts mehr. Ne, okay, jetzt haben wir die ganze Gegend abgeklappert. Dann gehen wir mal zurück zum alten Shophändler. Und der wird sicherlich noch irgendwas verkaufen, genau. Kann ich mir endlich entweder das Map-Pack kaufen oder das Top-Hat-Pack? Ich bin mal gespannt. Ah, ich bin so aufgeregt. DLCs für Ingame-Geld. Back for more. Map-Pack auf jeden Fall. Und das Top-Hat-Pack. Oh, you get a smug look on your face as if to say, look at me, I've got a new head. There are no refunds for this item. Some companies give away maps for free, not us. There are no refunds. Der ist gut. Schön. Zack. Und den Hut hole ich mir auch noch. Okay, das Armor für den Pferd kann ich mir noch nicht leisten. Sag mal, habe ich mich erkältet oder was? Meine Stimme klingt so anders. Nun gut, Leute. An der Stelle haben wir jetzt das Map Pack freigespielt. Wir gehen nochmal schnell Richtung da, wo wir hin müssen. Erste Gebiet sieht schon mal auf jeden Fall sehr knuffig aus.
Okay, der hat noch nichts Relevantes zu sagen. Und jetzt sind wir hier davor. Und ich würde sagen, hier mache ich auch meinen ersten Cut. Ich hoffe, euch hat der erste Part dieses Spiels super gefallen. Auch wenn ich mich komisch anhöre gerade für dich. Aber nichtsdestotrotz würde ich mich doch über etwas Feedback freuen. Was haltet ihr von dem Spiel bisher? Wie findet ihr das Ganze so von der Thematik? Es gibt es momentan bei Steam, ich glaube, nicht mehr reduziert, aber es kostet allgemein nicht so viel. Ich finde es richtig süß bis jetzt gemacht. Auch diese kleine Parodie auf die ganzen NPCs. Und allgemein wird das Retro-Gaming ein bisschen mit dem neuen Gaming der aktuellen Generation vermischt und ein bisschen auf die Schippe genommen. Ich finde das bis jetzt ganz gut. Ich bin mal gespannt, wie die zukünftigen Level aussehen. Weil ich habe mich an dieser Welt langsam satt gesehen. Diese Happy Tree Friends, T-Worlds, Baumschulen-Welt. So, nichtsdestotrotz hoffe ich, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn es heißt Let's Play mit Lunatic. Auf dann, auf bald, auf Wiedersehen. Tschüssikowski, blablabla.